freie Fernsehsender FS1 und RippleTV präsentieren auf euren Internet-, Kabel- und Satellitenfernsehen aus Salzburg das OpiDoc Medienfestival von Klaus Glatzel. So, da bin ich auch auf OkiTok wieder. Leo Gabriel steht hier für uns heute zur Verfügung und er hat ein Thema, da geht es um die Friedenspolitik. Und das ist ja eine Aufgabe für unsere Zivilgesellschaft. Ich schaue nochmal genau, wie wir ihn angekündigt haben. Und da heißt es, Friedenspolitik, die Rolle der Zivilgesellschaft. Und ich freue mich, Leo Gabriel begrüßen zu dürfen und überreiche ihm das Mikrofon. Dankeschön. Danke, lieber Klaus. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich bin ganz überrascht. Bei diesem Wetter ist das ja wirklich eine Heldentat. Ich werde mich heute darauf konzentrieren, eine Art von analytisches Konzept, das wir schon seit Jahren, um nicht zu sagen, ein Jahrzehnt lang hindurch ausgearbeitet hat und das etwas zu tun hat mit der Analyse der Globalisierung. Und anhand dessen nicht nur die Problemstellung, die sich aus drei Konfliktherden ergibt, nämlich Syrien, Ukraine und Venezuela, damit man auch diese verschiedenen Weltgegenden im Auge hat, etwas darzustellen und vor allem Lösungsansätze, wie wir sie betreiben. Und wenn ich sage wir, möchte ich allem voran schicken, wer wir eigentlich sind. Und es hat sich so in den 90er Jahren ergeben, dass gleichzeitig auf der ganzen Welt, das hat irgendetwas zu tun mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus, aber auch mit gewissen Entspannungen, die sich damals ergeben haben auf Weltebene, hat etwas zu tun mit den zivilgesellschaftlichen Aufbrüchen. Auch damals gab es schon einen Aufbruch, sowohl in Lateinamerika, Afrika, Asien als auch in Europa. Das zu tun. Und da entstand die Initiative, so Mitte der 90er Jahre, als es in Europa so richtig losging. Damals war die Arbeitslosenbewegung in Frankreich und in Belgien ganz besonders stark, also Millionen Leute auf der Straße. Wir haben damals gekämpft um ein soziales Europa. Kämpfen auch weiterhin, aber die Hoffnungen schwinden immer mehr dahin, je mehr wir feststellen, dass den Mächtigen eigentlich das, was sich auf der zivilgesellschaftlichen Ebene tut, immer mehr egal ist. Und daraus hat sich dann ein Zusammenschluss ergeben. Damals haben wir das Euromärsche genannt, gegen die Arbeitslosigkeit, Ausgrenzung und Prekarisierung von Europa, zwischen den europäischen Bewegungen einerseits und denen, die es vor allem in Lateinamerika schon viel früher gegeben hat, die sozialen Bewegungen, indigener Bewegung, die besonders stark geworden ist ab 1992, 500 Jahre Widerstand, wie sie es genannt haben, aber auch auf der Ebene von Campesinos und sogar in verschiedenen Ländern hat es Formen des bewaffneten Kampfes gegeben. Und diese Vernetzung, aus dieser Vernetzung heraus, wo auch etwa in Europa ATTAC, das Sie sicher kennen, eine federführende Rolle gespielt hat, ist die Idee entstanden, zufälligerweise in Österreich, weil ich habe die Ehre gehabt, damals eine Konferenz zu organisieren in Schleining, in der Friedensburg Schleining, über Strategien der Zivilgesellschaft in Europa und in Lateinamerika, wo dann der bis heute herausragende Führer der Landlosenbewegung aus Brasilien, Jean Pedro Stedile, bei einem
Mittagessen. Die meisten wichtigen Dinge bei den Konferenzen spielen sich ja nicht vor dem Publikum, sondern in den Gängen, Wandelgängen, hat er gesagt. Wir können zwar nicht alles miteinander machen, aber es wäre schon wichtig, wenn wir uns auf gewisse prioritäre Ziele einigen und da weltweit alles unternehmen. Denn, und das ist jetzt die Argumentation, die weltweite Globalisierung ist eine einseitige Globalisierung des Finanzkapitals, ist eine einseitige Globalisierung, in dem die transnationalen Unternehmungen das Sagen haben, Symbol etwa das World Economic Forum in Davos, das immer so im Jänner stattfindet. Und dem gegenüber wollten wir ein Zeichen setzen, dass sich nämlich eine Art von sozialer Globalisierung notwendig ist. Und wir sind drauf gekommen, dass das Kapital sehr gut vernetzt ist, dass sogar die Rechte, obwohl sie so auftritt, als wäre sie so nationalistisch und national, sich natürlich abspricht. Le Pen und Strache und alle, die treffen sich, die haben sogar eine eigene internationale, die viel besser aufgestellt ist als die sozialistische internationale, obwohl sie so tun, als wären sie Nationalisten. Und daraus sich ableitend, da haben wir gesagt, wir müssen ein Gremium bilden, ein Organisationsgefüge, vielleicht kein ganz starres, vertikal organisiertes, wo wir dem etwas einen Gegenpol entgegensetzen könnten. Und daraus ist 2001 das sogenannte Weltsozialforum entstanden. Das war wirklich ein offener Prozess. Wir haben nicht gewusst, kommen da jetzt 500 Leute oder kommen 800 Leute. Letztendlich sind es dann mehr als 100.000 geworden, die sich aus diesem und die aus der ganzen Welt sich da eingefunden haben, um einen Gegenpol gegen die Politik der Reichen zu bilden. Und denn diese Globalisierung während dieser 2000 oder der Nullerjahre, wie es jetzt so schön heißt, sich immer mehr hat auch eine Veränderung der Rahmenbedingungen ergeben. Insofern, als wie wir angefangen haben, ist es halt gegangen um die Ungerechtigkeit, die ausgehend vom Finanzkapital, vom Kreditwesen, die Ungleichheit, alle diese Themen. Aber während der 2000er Jahre hat sich etwas ergeben, was niemand von uns gedacht hätte, nämlich Krieg. Krieg als ein maßgebendes Element der Weltpolitik ist heute bedeutsamer denn je. Ich kann mich noch erinnern, dass in Mumbai 2004 hat dort in Indien das Weltsozialforum stattgefunden. Einer der berühmten, prominenten Soziologen, jetzt fällt mir im Augenblick der Name nicht ein, amerikanischen Ursprung, der hat gesagt, is neoliberalism dead? Und wir haben alle gesagt, was will er da damit? Der Neoliberalismus, der feiert fröhliche Urstände. Und damals hat er gesagt, es ist was unterwegs, dass die Politik des Neoliberalismus grundlegend ändert, nämlich während traditionellerweise sich die Neoliberalen verstecken hinter irgendwelchen demokratischen Fassaden, sprich Christdemokratie oder Sozialdemokratie, und darüber agieren. Es gibt ja unter den großen
politischen Strömungen in Europa keine, die tatsächlich irgendwie einen Widerstand dagegen geleistet hat, einen ernstzunehmenden. Er hat gemeint, dass sich jetzt die Zeit gekommen ist, wo die großen Mächte sich über Kriege ihren Zugriff auf Ressourcen sichern wollen und dass sie dadurch ihre Politik zusehend militarisieren. Und zwar indem sie Kriege anzetteln, wie das dann der Fall gewesen ist eben im Irak, oder indem sie paramilitärische Einheiten als unterstützende Organisationen heranziehen. Und wenn ich heute mir das Spektrum betrachte oder diese drei Beispiele, die ich mir ausgesucht habe, nämlich Syrien, Ukraine und Venezuela, ist in allen drei ein gemeinsames Element, dass die Militarisierung und die Paramilitarisierung eine ganz große Rolle spielt. Also wenn wir heute von Kriegen sprechen, so sprechen wir eigentlich nicht mehr so, wie es im 19. oder im 20. Jahrhundert war, dass Frankreich gegen Deutschland oder USA gegen Vietnam, also dass so eine Art nationale Kriege bestehen, sondern es ist in diesem globalen Gefüge eigentlich der aggressive Kampf um die Ressourcen und stößt, der dann auf Widerstand stößt. Papa, ich habe vergessen, mein Handy abzudrehen. Auf Widerstand stößt. Und zwar bei den indigenen Völkern, aber auch bei Nicht-Indigenen, vor allem den Leuten, denen es um ihr Territorium zu tun ist. Und deshalb dieses Recht auf Selbstbestimmung der Völker ist der zentrale Angelpunkt dieser Auseinandersetzung zwischen der neuen Form des Neoliberalismus und der Versuch, eine irgendwie halbwegs demokratische Ordnung auf lokaler und regionaler Ebene durchzusetzen. Ich habe einmal nachgezählt, es gab, das war allerdings schon einige Jahre her, damals gab es 94 bewaffnete Konflikte auf der Welt. Und also wenn man alles zusammenzählt, ob das jetzt Palästina oder die Tamilen oder Kongo oder weiß ich was ist. Und alle haben eigentlich als gemeinsame Charakteristik das Aufbäumen der Zivilgesellschaft gegen diese sich militarisierte Struktur, die nicht zufällig entsteht oder weil der Putin oder der Trump oder wer auch immer so besonders böse sind. Man darf das auch nicht mobilisieren. Vermutlich ist der Trump spielt heute in der Politik eine untergeordnete Rolle, sondern die Politik wird bestimmt durch die NATO. Und die NATO hat sich in den letzten Jahren sehr breit ausgeweitet im Interesse dieser Ressourcenbestimmung. Das haben wir in verschiedenen Formen gesehen. Das haben wir gesehen im Jugoslawienkrieg oder jetzt gerade vor 14 Tagen, drei Wochen, gibt es einen Aufmarsch der NATO in den baltischen Ländern, der ungeheuerlich ist. Die Ukraine selbst ist ja der Versuch, an die russische Grenze heranzukommen. Also die Politik wird durch dieses Militärbündnis eigentlich geschaffen, das auch in der Europäischen Union fest drinnen verankert ist. Man braucht sich nur die Verfassungsverträge
anschauen. Entschuldige, ich glaube, ich kann das einfach da so zwanglos herlegen. Ne? Oder auf dem Boden. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, es war so im Zusammenhang mit dem Jugoslawienkrieg gegen Ende, wo die USA die Serbien bombardiert hat, war ich einmal im Josefstädter Theater, damals war die Ferrero Waldner Außenministerin und die hat allen Ernstes einen Diskurs gehabt, hat sie gesagt, ja, wie gut jetzt diese Zeiten, dass es diese Zeiten gibt. Wir brauchen eigentlich in Wirklichkeit die Vereinten Nationen nicht mehr, denn es gibt ja die NATO. Da habe ich mir gedacht, ja, so von einer österreichischen Außenministerin das zu hören, ist schon irgendwie ein Wahnsinn. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie das also irgendwie weltweit zugeht. Wenn wir jetzt einzeln hernehmen, die Konfliktsituationen, so haben sie mehr oder weniger gewisse Dinge gemeinsam. Nämlich in all diesen drei Konflikten gab es so eine bestimmte, besonders in den ersten zwei, gab es so eine bestimmte, ein Impetus, das Verlangen nach Demokratisierung, das zum Durchbruch gekommen ist, dann aber auf ganz kuriose Art und Weise pervertiert wurde. Im Fall von Syrien war es der arabische Frühling, der zuerst, wie Sie wissen, in Tunesien und in Ägypten losgegangen ist. Und der eigentlich eine nach so vielen Jahren und Jahrhunderten von diktatorischen Regimes, die außen gesteuert, meistens jetzt in letzter Zeit durch die USA, früher durch die Kolonialmächte, irgendwie dagegen angekämpft haben. Und ohne einen, muss ich sagen, sehr stark konzeptuellen Vorbildung oder Inhalt. Also es war nicht so, dass das jetzt alles Linke waren, die da auf die Straße gegangen sind, sondern es war einfach dieser Aufbruch, wir wollen mitbestimmen die Schicksale. Und gerade wegen dieser ideologischen Defizienz vielleicht ist es dazu gekommen, dass sich dann andere Kräfte, die gar nicht so federführend waren im Kampf on the ground, draufgesetzt haben und das Ganze für ihre politischen Zwecke gebraucht oder missbraucht haben. Im Fall von der arabischen Welt waren es die islamischen Kräfte, zunächst einmal mit einem politischen Anspruch, der durchaus verständlich war. Ich meine, in Lateinamerika etwa könnten wir uns die Revolution, sei es in Nicaragua, sei es woanders, wo diese Prozesse nicht vorstellen ohne das Christentum. Die christliche Basiskirche, die Theologie der Befreiung, hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Zustandekommen dieser Bewegungen gehabt, dieser fortschrittlichen Bewegung gehabt. Und so war es ähnlich auch in den arabischen Ländern, nur mit dem Unterschied, dass es dort keine Theologie der Befreiung gegeben hat, dass sie die Vertikalität ihres Systems aufrechterhalten haben. Und dass es auch keine einheitliche Führung gegeben hat. Das heißt, es bald zu Spaltungen innerhalb der muslimischen Bewegung gekommen ist, zwischen den Salafisten und den Wahhabiten, und die alle von verschiedenen Seiten her gesteuert waren.
Die Wahhabiten sind in Saudi-Arabien entstanden. Die verschiedenen Strömungen, ich möchte sie nicht alle aufzählen, aber es geht bis hin zum Islamischen Staat, der kurioserweise gar keinen religiösen Ursprung hat, sondern der hat der Islamische Staat, den kann man aus anderen Verhältnissen heraus verstehen, den muss man aus anderen Verhältnissen heraus verstehen, nämlich aus der Situation im Irak und aus der extremen Gewalt, die ausgegangen ist von der US-amerikanischen Intervention, die dann dazu geführt hat, dass die Sunniten in diesen Gegenden, wo also früher der Saddam Hussein zu Hause war, extrem reprimiert worden sind, wo die Gefängnisse gefüllt waren mit Sunniten und sie sich innerhalb dieser unterdrückten Gesellschaft ausgemacht haben, aha, wir machen es jetzt anders. Wir machen eine Volksbewegung, die sich auf die Religion abstürzt, obwohl die Führer dieser Volksbewegung mit der Religion überhaupt nichts am Hut gehabt haben, sondern das waren die Generäle von Saddam Hussein und andere. Also hat sich dann im Laufe des Kampfes, ich war da selber mehrmals dort und habe gesehen, also am Anfang waren das wirklich so, würde ich mal sagen, normale Studenten unter den Kämpfern, die überhaupt nicht, ja, die waren schon irgendwie Muslime aber, und haben sich darüber beschwert, dass die Sunniten von den Aleviten, von Bashar al-Assad immer ausgeschlossen gewesen sind. Also insofern haben sie schon die Diskriminierung der Sunniten, aber es war das nicht der Punkt, dass man sagt, die wollen jetzt einen Staat nach dem Scharia-Prinzip und so weiter aufbauen. Das ist erst dann gekommen, als das Gewicht, das militärische Gewicht von Bashar al-Assad zusammen mit Russland und dem Iran-Schiiten, so gewaltig geworden ist, dass sie Unterstützung gebraucht haben. Und diese Unterstützung ist auch gekommen, aber um den Preis einer politischen Radikalisierung im Sinne von Sektarisierung in diesem Konflikt. Also die Saudis haben ihr Suppchen gekocht, die Türkei war ganz und ist bis zum heutigen Tag, glaube ich, oder bis vor kurzem, ganz entscheidend am Aufbau etwa des Islamischen Staates beteiligt gewesen. Weil das wiederum nicht nur gegen Bashar al-Assad gerichtet war, sondern auch gegen die Kurden. Und jeder folgt sozusagen den eigenen Interessen, sodass wir heute einen Art Weltkrieg, wie das einmal einer gesagt hat, einen Weltkrieg auf syrischem Territorium vorfinden, in denen also die vier in einem Fleckerlteppich die verschiedenen Kräfte als territorial bestimmende Kräfte on the ground, aber gleichzeitig auch sind die Marionetten, die in der internationalen Auseinandersetzung, an der natürlich die USA beteiligt sind, Frankreich beteiligt sind, Israel beteiligt ist, also alle sind beteiligt an diesem Konflikt. Nur schön langsam taucht es einem auf, wenn man die Frage stellt, na und was halten die Syrer davon? Und da entstand unsere Idee schon bereits 2012, muss ich mich ohne Stolz sagen, dass wir schon damals eigentlich diese Analyse, die ich jetzt wiedergebe, gehabt haben und gesagt haben, das Einzige, was da bremsen kann, ist nicht, dass wir solidarisch mit den Sunniten oder mit den Schiiten oder mit den Kurden oder sonst jemand sind,
sondern dass wir solidarisch mit der Bevölkerung sind, die diesen Zustand ertragen muss. Und um ein Gegengewicht zu setzen, ist es notwendig, dass allein die syrischen Kräfte und nicht wie in Genf alle möglichen Großmachtinteressen sich zusammenschließen und darüber reden, wie soll die Zukunft von Syrien ausschauen. Und da haben sie mir gesagt, bevor wir die erste Konferenz auch wieder in Schleining veranstaltet haben, ja, die Rechnung wird nie aufgehen, weil die streiten sich so sehr und hin und her. Hat sich als falsch herausgestellt. Also die Intuition, die ich gehabt habe, mehr als irgendwelche gescheite Analysen, war es eine Intuition, dass die Syrer im Grunde genommen gar nicht sektiererisch sind. Dazu ist ihre Geschichte eine andere gewesen. Dass sie auch miteinander reden können, auch wenn sie komplett unterschiedlicher Meinung sind, dann streiten sie halt, das tut man ja bei uns auch. Aber sie sind nicht aus, sie schließen einander nicht aus. Und siehe da, wir haben es fertiggebracht. Die Grundregeln eines Verfassungskonzeptes auf die Beine zu stellen, das sich insofern sehen lassen kann, als die wesentlichen Knackpunkte bei diesem Konflikt angesprochen und zumindest durch Formulierungen gelöst werden konnten. Zum Beispiel die Frage, die ja für ein islamisches Bevölkerung sehr wichtig ist, des Verhältnisses von Religion und Staat. Ja, die Säkulären, und ich nehme auch an, in diesem Raum, die Säkulären sagen darauf sofort, ja, es muss eine Trennung zwischen Religion und Staat stattfinden. Ja, das ist leicht gesagt. Das ist aus unserer europäischen Tradition herausgewachsen und alles. Aber das ist nicht das, was sozusagen ein Mainstream-Muslim, der nur westliche Diktaturen gekannt hat, so von vornherein akzeptieren würde. Die haben Probleme damit. Auch die Gleichheit zwischen Mann und Frau, ganz ein sozusagen primitives, selbstverständlicher Grundsatz. Das ist nicht so leicht für eine Religion, die zum Beispiel kein Erbrecht für die Frauen kennt. Jetzt kann man sagen, die leichte Lösung ist, no, dann schließen wir halt alle Moslems aus und machen unseren eigenen, dann hat man erst wieder Krieg, weil dann geht der Krieg weiter. Wir müssen eine Lösung finden. Und da gibt es also oft ganz geniale Menschen, wie weiß ich ja, einer, der jetzt in Wien Zuflucht genommen hat mit Namen Sheikh Riyad Drar, der mich ein bisschen so erinnert an im katholischen Bereich an die Jesuiten, ein sehr spitzfindiger, der dann gesagt hat, ziehen wir das Pferd anders auf. Sagen wir, die Rolle des Staates. Der Staat möge alle Religionen so viel als es geht unterstützen. Und eine positive Neutralität gegenüber diesen Religionen haben, das heißt nicht eine Vormachtstellung gegenüber dem Islam oder den Aleviten oder so etwas für sich beanspruchen. A positive neutrality towards all religions. Das war am Ende das Fazit, der Konsens. In Syrien gibt es eine ganz starke Frauenbewegung, ganz starke Frauenbewegung. Und war es für mich manches Mal sehr ein Vergnügen, zuzusehen, weil wir ja als Vermittler keine eigene Meinung haben durften.
wie sie das machen. Die haben gesagt, also zunächst einmal fangen wir an mit einer Quote von 50%. Daraufhin waren alle die Scheichs, die da im Raum waren, ziemlich im Schmähstart und haben gesagt, naja, also ich kenne keine Verfassung auf der Welt, wo eine Quotenregelung für Frauen drinnen ist, überhaupt das mit der Quote, das passt uns nicht so und so. Ach so, ihr wollt also keine Frau, keine Quotenregelung haben. Dann fordern wir, dass alle Ämter von Frauen besetzt sein müssen. Na, also das geht schon überhaupt nicht mehr, weil das wäre ja gegen, weiß ich, dieses und jenes Prinzip. Aufpassen, haben sie gesagt. Wir haben ja gerade gesagt, das Verhältnis zwischen Religion und Staat, also könnt ihr euch nicht auf religiöse Quellen beziehen, sondern auf andere. Letzten Endes haben sie es hinbekommen, dass gemeinsamer Konsens ist, 30% der öffentlichen Ämter müssen von Frauen bestückt werden. Was für ein islamischer Rat laut, also wie ich das bei der Pressekonferenz vorgestellt habe, hat der Fritz Edlinger, der ja ein namhafter österreichischer Arabien-Spezialist ist, hat gesagt, du, wenn das durchgeht, dann gibt es in Saudi-Arabien einen Aufstand. Weil das lassen die sicherlich nicht durchgehen. Aber es ist da. Und so haben wir uns Stück für Stück auf einen Konsens geeinigt, der nun zur Basis einer neuerlichen Diskussion werden wird, nämlich die Diskussion über eine zukünftige Verfassung im Sinne einer National, All Syrian National Assembly. Dass diese National Assembly nicht angesichts des fortdauernden Kriegs in Syrien noch stattfinden kann, ist jedem klar. Aber wo? Österreich ist sehr, sehr weit weg, das, es muss etwas sein, was näher liegt. Die Türkei ist zu sehr, wenn man es in der Türkei macht, dann kommt die eine Hälfte nicht, wenn man es im Libanon macht, ist in einer anderen Hälfte. Letztendlich haben wir es gefunden, sie wird stattfinden auf Zypern. In Nikosia. Zypern ist ein Land, das selber in einem Konfliktprozess steht und dafür sehr großes Verständnis hat. Und nun sind wir dabei, so viel als möglich syrische Kräfte zu mobilisieren, inklusive auch pro Bashar al-Assad-Zirkel, um da den Prozess voranzutreiben. Allerdings muss ich sagen, alle diese Dinge haben keinen unmittelbaren Einfluss auf die Situation on the ground, wo nach wie vor und mehr denn je heute gekämpft wird um jeden Zentimeter, wo die türkische Armee bereits einmarschiert ist auf türkisches Territorium. Also was da jetzt passiert, ist unvorstellbar. Das haben wir uns schon gesagt. Vor 2 Jahren, dass das unvorstellbar ist, aber es ist noch schlimmer geworden und es wird noch immer schlimmer. Das ist ein Beispiel dafür, wie man den Versuch zumindest machen kann, ohne Garantie auf Gelingen, dass man einen Friedensprozess in einem so komplizierten Konflikt wie dort vorantreibt. Ich komme zum nächsten Beispiel, die Ukraine. Ähnlich wie in Syrien beginnt das Ganze mit einer Volksmobilisierung im Sinne von einer auch wieder Demokratisierung, lasst 1000 Blumen blühen, der Maidan. Das war wirklich wunderbar, mich haben es da eingeladen bei. Das ist eine Revolution, die mir nicht behagt, aber wenn es einmal unter 25 Grad unter Null ist, aber was macht man nicht alles? Wir haben es eingeladen, über die zapatistische Philosophie zu sprechen. Also die waren alle sehr angetörnt von diesen
Konzepten, die es da gegeben hat, auch weltweit, und waren gut drauf, auch in der Selbstorganisation, die Versorgung des Maidan mit Nahrungsmitteln und Kleidung und in der Köthen natürlich, und allem war wunderbar. Ich war ganz in meinem Element und ganz happy. Nur irgendwie ist mir komisch vorgekommen, da gibt es so uniformierte Gestalten in Uniform. Die haben sich da gemischt, darunter gemischt. Ja, zuerst haben sie gesagt, na, das ist nicht so wichtig. Da habe ich gesagt, na ja, schon nicht so wichtig. Die beschützen uns und die reden nicht viel und so weiter. Da habe ich gesagt, na, auch wenn sie nicht viel reden, ich möchte gern mit denen reden. Bitte stellt mir den Chef oder Oberbefehlshaber vor. Der war von einer politischen Rechtspartei, rechtsextremen Partei mit Namen Sloboda, und war Abkömmling oder Abkömmling, wie sagt man, Egresado, also graduiert in der London School of Economics, hat ausgezeichnetes Englisch gesprochen, brillant in seiner Formulierung und alles Mögliche drunter. Und dann frage ich mir, wie ist es? Ihr seid da eine rechte Partei und da sind Kommunisten und da sind alle möglichen Leute dabei, Sozialdemokraten oder sonst irgendwie. Wie ist das? Wie geht das unter einem Hut? Sagt er, lassen Sie das unsere Sorge sein. Im Augenblick ist die Zeit, wo wir sehr breit sind. Dann wird es andere Zeiten geben. Und ich habe daran immer wieder zurückdenken müssen. Was nämlich tatsächlich passiert ist, ist, dass in der Endphase des Kampfes, wo es darum gegangen ist, den Janukowitsch rauszuschmeißen, diese Wächter, diese Unoffensiven, sehr stark bewaffnet und wie wir in der Zwischenzeit wissen, durch die NATO bewaffnet, vorgeprescht sind, den Janukowitsch rausgeschmissen haben und eine Art Feigenblattregierung, die für die Europäische Union, die ja so friedliebend ist und so, trinkbar ist, verkraftbar ist. Das ist die Regierung von Poroschenko. Aber ein Jahr später hat man den Maidan aufgeräumt. Diejenigen, die noch bestanden haben darauf, etwas am Maidan, auf diesem Platz zu machen, wurden ins Gefängnis gesteckt. Alle Menschen, die heute in der Ukraine sagen, wir wollen eine politische Lösung, wir sind für Frieden und so weiter, werden auf schwarze Listen gestellt, die diese paramilitärischen oder militärischen Fraktionen der extremen Rechten auf ihre Abschussliste stellen. Die Situation ist unglaublich gefährlich. Es ist nicht so, dass jetzt ein Hitler an der Spitze des Staates steht, der Poroschenko versucht, das alles zu vertuschen. Es gibt tatsächlich eine Friedensvereinbarung, die sogar gar nicht so schlecht sind, die in Minsk II, vor etwa 2 Jahren ausgehandelt worden ist. Aber die Regierung setzt sie nicht um, denn es muss der Feind zuerst bekämpft werden und der Feind heißt Putin. Und es spielt sich unglaublich ab. Insgesamt rechnet man mit etwa 10.000 Toten. Jeden Tag gehen die Kämpfe weiter. Niemand redet davon im Westen, in den westlichen Medien, weil das
auch Teil des Propagandakrieges ist, dass man den Konflikt so möglich niedrig als möglich hält, und also in der Außenwahrnehmung. Was da alles gemacht worden ist, ist wirklich diametral entgegengesetzt der Berichterstattung. Ich werde ein Beispiel sagen. Ich war zufällig dort, man erinnert sich an dieses Flugzeug, das an sich nach Malaysia fliegen sollte, mit vielen Holländern und so. Ich war zufällig, also bitte beschuldigt es mich nicht so, wie mir die USA deswegen das jetzt ein Einreiseverbot, ich darf nicht wieder in die USA einreisen, wegen dieses Vorfalls. Ich bin zufällig in Donetsk an dem Tag, wo das passiert ist, bin aber schon auf der Abreise, als das passiert ist, und da haben irgendwie, ich habe noch mitbekommen, ja, Flugzeug ist abgestürzt, ganz fürchterlich und so. Aber ich musste zurück, weil ich anderswo einen wichtigen Termin gehabt habe, wir haben auch eine Pressekonferenz veranschlagt gehabt über unsere Reise im Allgemeinen, nicht über diesen Fall. Und ich steige aus dem Zug aus und frage den Taxifahrer, wie weit sind wir denn jetzt vom Flughafen, ob sich das zeitlich ausgeht, dass ich da noch im Zug... Ja, es ist sich ausgegangen, wir sind zum Flughafen hingefahren und da war alles irgendwie in voller Auflösung. Und das sagen die vom Kontrollturm, ich habe es ja gleich gesagt, das ist doch ein Wahnsinn, warum haben die uns auf dieses Flugzeug umleiten lassen und so. Das ist doch nie über ukrainisches Territorium geflogen, das ist ja überhaupt nie der Fall gewesen. Aha, wer hat das umgeleitet? Die ukrainische Armee hat diesen Befehl gegeben, um dieses Flugzeug umzuleiten mit der nachfolgenden. Also, ich habe nicht mehr gesagt, als ich gehört habe, habe das auf einer Pressekonferenz zum Besten gegeben, und ab diesem Zeitpunkt darf ich nicht mehr einreisen in die USA. Schaut, aber ich meine, aushaltbar, wenn ich das vergleiche mit anderen. Das heißt, es ist ein irrsinniger Propagandakrieg, der sich darum abspielt. Stichwort Propagandakrieg, und da bin ich jetzt beim dritten und letzten Beispiel. Das ist aus der westlichen Hemisphäre. Ah nein, vorher wollte ich noch sagen, ja, was bezwecken wir? Wir bezwecken, dass die Leute, die irgendwie friedenspolitisch engagiert sind in der Westukraine, eine Unterstützung bekommen, dass sie sich nicht so fürchten müssen, was sie ja tun. Und wir werden jetzt Ende September eine Delegation zusammenbringen. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Nicht ganz ungefährlich, wie immer. Friedenspolitik ist einfach, das ist nicht so, dass man wie die weiße Taube dann dort steht und sagt, Friede, Friede, Freude, Eierkuchen, seid doch alle lieb zueinander, sondern da muss man sich, Friedenspolitik heißt, sich mit denen, die sich im Krieg befinden, auseinanderzusetzen. Sonst ist das keine Friedenspolitik. Sonst ist das ein frommes Gebet vielleicht. Nutzt auch. Da versuchen wir also, es sind zwei namhafte Vertreter der amerikanischen Friedensbewegung, die sozusagen emblematische Figuren sind seit dem Kampf gegen die Pershing und Vietnam und so weiter, die jetzt wiederum
angesichts der Spompanadeln, die der Trump macht, ziemlich stark geworden sind. Die deutsche Friedensbewegung, möchte ich Ihnen sagen, ist wirklich gut unterwegs. Also da müssen wir uns in Österreich wirklich verstecken. Es hat in Brüssel bei der NATO-Gipfel und überall hat es massive Demonstrationen von einem ganz breiten Spektrum von Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Menschenrechten und so weiter gegeben und entwickelt sich wirklich fast, kann man sagen, exponentiell. Die kommen auch mit vom Boot, dann haben wir ein paar Europaabgeordnete und Leute von den Kirchen und so und wollen dort das sagen, wovor die Ukrainer Angst haben, um irgendwie das Terrain vorzubereiten, in der Hoffnung darauf, bisher hat es immer funktioniert, ich hoffe auch diesmal, dass die Öffentlichkeit das beste Schutzschild ist. Also in der Friedenspolitik, je mehr man so sich versteckt, und wenn es einem dann draufkommen, dann ist es sehr schlimm. Aber wenn man von vornherein sagt, dann hofft man damit, gewisse Mobilisierungskraft zumindest passiv zu haben und dadurch dem einen oder anderen verlotten. Man muss natürlich immer Sicherheitsmaßnahmen treffen, das ist eh ganz klar. Irgendwie dazu bringen, dass sie von den Obersten gesagt haben, nein, das ist jetzt nicht gut, wenn ihr den jetzt umbringt, weil das könnte uns politisch schaden. Ja, das ist also das Ziel, für was Ukraine betrifft. Venezuela war für mich eine große Überraschung. Ich bin kein Nahost-, Middle East-Expert, ich bin auch kein Ukraine-Expert, aber ich kenne mich in Lateinamerika aus. Ich habe 25 Jahre in Lateinamerika gelebt, vor allem Zentralamerika, Mexiko, aber habe auch den ganzen Prozess von Venezuela mit Hugo Chavez und so, ziemlich oft war ich dort und mitverfolgt. Und jetzt bin ich zu den Wahlen der konstituierenden Versammlung gekommen, eingeladen durch die Nationale Wahlkommission und habe feststellen können, dass das, was wir in den Zeitungen lesen, eigentlich zu 80-90% Oppositionsgerede ist. Dass das, wenn was ich heißt, an dem Referendum haben 8 Millionen Menschen teilgenommen, ist die offizielle Version. Die inoffizielle ist von der Opposition, ist 3 Millionen. Was macht der ORF? Er veröffentlicht die 3 Millionen. Und es gibt ein ganz abgefeimtes Spiel im Hintergrund. Ich habe mir das angeschaut, wie geht das zu bei diesen Barrikaden. Es gibt relativ eng umgrenzte, also es ist nicht im ganzen Land jetzt die Revolution ausgebrochen, wie das immer so dargestellt wird, sondern es gibt relativ beschränkte Orte und das sind einfach die Orte, wo die Reichen, die Bourgeoisie, dort ihr Sitz hat und die sind natürlich nicht flächendeckend. Die Reichen sind immer eine Minderheit schon gewesen und deren Kräfte sind also konzentriert in verschiedenen eleganten Vierteln, wie weiß ich hier, 19. Bezirk oder ich weiß nicht, wo das hier vergleichbar wäre. Und da werden Barrikaden errichtet. Und dann gibt es Paramilitärs, die mit einem Zielfernrohr da stehen und ganz gezielt oft auch auf die eigenen Leute schießen. Wieso?
Und daneben, das habe ich noch nie erlebt, daneben gibt es einen Fotografen, neben dem mit dem Zielfernrohr, der mit diesen großen Linsen da daherkommt. Also Linse, ich bin auch ein Fotograf, aber ich habe mir sowas nie leisten können, ist er daneben, um die Szenen der Gewalt aufzunehmen, die die selber provozieren, um dann per Internet zu sagen, ja, das ist ja ein totales Chaos und die Repression und weiß ich was, ist dann ganz fürchterlich, wird das hochgespielt. Und da muss ich sagen, das ist eine Falschspielerei von Anfang bis zu Ende. Wir können jetzt vielleicht in der Diskussion dann darauf einkommen, auf die Fehler, die der Präsident Maduro gemacht hat, was vor allem im Wirtschaftspolitischen liegt, auf die Fehler in seinem Verhalten gegenüber der Bevölkerung, dass er viel zu rasch, viel zu aggressive Töne anschlägt, dass er einfach ungeschickt ist. Ich hoffe, es gibt hier niemanden Prominenten von der Gewerkschaft, aber ich muss es doch sagen, ich sage es immer wieder im vertraulichen Gespräch, es ist so, als würde der Hundsdorfer Regierungschef sein, der sein Konzept hat, vielleicht durchaus ehrlich und alles und immer so dreinschaut, als würde er irgendwie beleidigt sein gegen alle anderen und so. So ist der Maduro. Also ein großer Unterschied zu diesem Hugo Chavez, der also mit einem Redetalent, das, der ist oft ins Fernsehen um 11 Uhr vormittags gekommen und hat gesagt, ja, ich möchte jetzt einen kurzen Dialog mit der Bevölkerung führen. Und alle haben gesagt, ja, ja, nur eine Frage, weil der Herr Präsident ist müde. Und dann ist der um 6, 7 noch immer da und alle Leute sind gespannt von dem Fernsehschirm. Der hat wirklich eine Redegabe gehabt, die dazu geführt hat, kann ich mich erinnern, damals habe ich einen Film gemacht in Venezuela und habe einen Cutter, also einen, der den Film dann schneidet, effektiv gebraucht und das ist eben von einem oppositionellen Fernsehsender gewesen. Der war also ein radikaler Gegner von Hugo Chavez. Und so um 11, 12 Uhr Mitternacht hat er plötzlich gesagt, weißt du was, was ich mir wünschte, na sag, dass der Cabron die Wahlen verliert und dass er in meinen Fernsehsender kommt und hier als Moderator auftritt. Das wäre das Ideal, dazu bekämen wir die größten Einschaltquoten und weiß ich wie. Also er hat tatsächlich ein fantastisches Gedächtnis, eine Redebegabung, und da ist der Nicolás Maduro eben ein Schatten gegenüber von dem. Und es ist schon gut, das zu sagen, dass dahinter der US-amerikanische Imperialismus steht. Aber wenn man die Bevölkerung hat, die vor leeren Regalen steht, so hilft es denen wenig, wenn man denen sagt, ja, du kannst jetzt nichts zum Essen wegen US-amerikanischen Imperialismus, sondern die sagen, beschaff mir was zu essen. In der Zwischenzeit gibt es das auch, es gibt so Versorgungspakete, wie damals in Nicaragua übrigens, die Pakete, die so monatlich an alle abgegeben werden, und es ist, sagen wir, das Überleben der Bevölkerung ist gesichert, aber es ist nicht weiß Gott wie her. Die Opposition setzt oder hat gesetzt auf einen Coup,
der ihnen aber nicht gelungen ist. Nämlich durch dieses Szenarium einerseits zu bewirken, dass die USA vielleicht doch militärisch intervenieren, andererseits auch, dass sich mehr militärischer Widerstand auch innerhalb der Armee bewegen könnte. Diese Hoffnungen sind alle nicht ausgegangen. Und ganz interessant, es muss ja nicht immer Friedenspolitik von der Zivilgesellschaft gemacht werden. In dem Fall ist sie von der Regierung ausgegangen, dass der Maduro angekündigt hat, eine verfassunggebende Versammlung. Und nun sagt die Opposition, ja, dies ist nicht repräsentativ, weil wir da nicht teilnehmen. Die haben sich nämlich geweigert, daran teilzunehmen. Trotzdem, wie dem immer auch sei, haben diese Wahlen stattgefunden und egal, ob es jetzt 8 Millionen oder 7 Millionen, darüber lässt sich streiten, aber es war jedenfalls eine Mobilisierung hat stattgefunden der Leute von unten, die ein Gremium gebildet hat, von dem der Präsident gesagt hat, so, das ist jetzt die oberste Kraft im Staat, die steht höher und hat mehr zu sagen als ich als Präsident. Dadurch ist der Blitz, der immer eingeschlagen ist gegen Maduro, abgeleitet worden auf einem breiten Sombrero und hat irgendwie zu einer Diversifizierung, weil also 535 Abgeordnete, die aus verschiedenen Gremien stammen, als doch was anderes sind, als professionelle Politiker und auch eine andere Sprache sprechen, die verständlicher ist für die breite Bevölkerung und so. Also das ist relativ gut angekommen und das weiß auch die Opposition, die das verhindern wollte. Und hat, sieh mal einer an, in den letzten 14 Tagen bereits Töne von sich gegeben, dass der eine, der hat gesagt, der ehemalige Bürgermeister von der Opposition von Caracas hat gesagt, ja, es war ein Fehler, dass wir uns nicht an dem Dialog mehr beteiligt haben, das war ein Fehler. Wir werden uns jetzt an den Wahlen zum Gouverneur, die jetzt im Oktober stattfinden, werden, die vorgezogen sind nach einem Deal. Also es gibt Gesprächsebenen zwischen Regierung und Opposition. Und ich würde sagen, perspektivisch ist der Konflikt relativ gelöst worden. Also es geht darum, summa summarum jetzt, um wieder zurückzukommen auf die ursprüngliche Frage, was kann man dieser neuen Form von Globalisierung, die sich auf Armeen stützt, die sich auf Polizeiapparate stützt, die sich auf Paramilitär stützt, was kann man denen entgegensetzen von Seiten der Zivilgesellschaft? Tauchen wir nicht aus irgendeinem Grund, weil das irgendein besonders gescheiter Marx oder sonst wer gesagt hätte, sondern weil sich das aus den Prozessen ergibt, wie ich da jetzt versucht habe darzustellen, die Versammlung. Versammlung, was nicht dasselbe ist wie die politischen Parteien. Denn die Parteien stellen immer den Anspruch, Regierung zu sein und von oben nach unten zu gehen und entfernen sich, wie wir gesehen haben, auch dann, wenn es sich um Linksparteien handelt, entfernen sich immer von der Bevölkerung mit der Gefahr der Korruption und allem dem, was wir wissen. Es muss zwischen den sozialen Bewegungen an der Basis und dem Staat eine relativ autonome Instanz sein,
die wir im Weltsozialforum jetzt bezeichnen als Assemblea de Resistencias, Plural, sehr wichtig, der Widerstände, die Versammlung die widerständische Versammlung. Das heißt, alle, die bei Okitok hier sind, plus bei anderen Events, müssten wir die Kraft haben, alle einmal zusammenzukommen und zu entscheiden über die Prioritäten, die jetzt angesagt werden in unserer spezifischen Situation. Und dort, wo es Krieg gibt, natürlich ist die Priorität eine friedenspolitische. Und ob das jetzt dem einen passt oder nicht dem anderen passt, es ist eine Eigenständigkeit und das ist meine Philosophie nicht seit gestern. Ich habe ein Buch einmal geschrieben unter dem Titel Politik der Eigenständigkeit. Dass man nicht den Politikern das überlassen soll, sondern der Zivilgesellschaft und daraus die Keimzellen einer neuen Welt bildet, die miteinander verbunden diesem neoliberalen, militaristischen Gefüge ein echtes Gegengewicht entgegensetzen kann. Das ist nicht ein Traum, sondern das wird verwirklicht, leider noch nicht in Österreich, zum Beispiel, es wird verwirklicht in Lateinamerika, es wird verwirklicht in zwei verschiedenen Orten in Asien, und zwar dieses Jahr noch. Und die große Weltversammlung wird auch schon geplant, die findet im März 2018 in Caracas statt. So, jetzt bin ich fertig. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen oder Anregungen für Leo Gabriel? Dann habe ich ein Mikrofon. Gibt es dazu völlig? Okay. Ja? Warum gibt es in Österreich nichts? Warum ist in Österreich diese Bewegung so schwach oder man merkt überhaupt nichts davon? Naja, es hat 6 Sozialforen gegeben. Das erste war in Hallein. Das letzte war, glaube ich, in Leoben. Dazwischen war es einmal in Linz. Und so. Und irgendwie ist es auseinander gegangen, weil manches Mal ist es auch so, dass die linken Gruppierungen untereinander streiten und dann blockieren sie das System und das Vertrauen. Es muss natürlich eine Kraft dahinter sein, wenn ich sage, zum Beispiel, das findet jetzt auf Weltebene statt. Wer sind diejenigen, die das vorantreiben? Das ist eine Organisation, die heißt Via Campesina. Deren Hauptinitiative, oder wo das ausgegangen ist, ist die brasilianische Movimento Sem Terra, die Landlosenbewegungen. In Brasilien rechnet man mit etwa 4-5 Millionen Aktivistinnen, weltweit mit 50 bis 100 Millionen. Ja, das ist was anderes, eine andere Größenordnung. Aber Sie haben recht, man müsste wiederum die Sache vorantreiben und jetzt ist der Klaus hinausgegangen, aber oft entsteht aus so einer Gruppierung wie, du bist hier, aus einer solchen Gruppierung und Initiative kann schon was Breiteres werden. Man muss sich halt verschränken und es gibt lange Vorbereitungsprozesse. Es gibt Sitzungen, das ist nicht so, dass einer sagt, ja, das soll stattfinden und dann kommen alle. So einfach ist das nicht, sondern da muss mit allen gesprochen werden und alle müssen irgendwie mitmachen, aktiv und nicht nur als Konsumenten, um zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen.
sondern um selber Leute dann zu mobilisieren. Ja, Vernetzung heißt es letztendlich und auch tun und in die Bewegung kommen, so verstehe ich das. Und das ist in Österreich anscheinend wohl mal angefangen und zerlaufen, so sehe ich das. Leo, meine Frage mal an dich, du hast ja im Endeffekt diese MH-Geschichte angesprochen in der Ukraine. Und wir sehen immer wieder verschiedene Anschläge in Paris, in London und so weiter. Und Kameraführungen werden auch gezeigt mit Fails, unter falscher Flagge. Hast du da auch Informationen oder wie ist dein Gedanke dazu, wenn ich dich dazu nochmal fragen darf? Also, mein Gedanke, aber ich möchte das wirklich mit der nötigen Vorsicht, dass der ergibt sich aus diesem Erlebnis, das ich gehabt habe, das darauf hindeutet, dass es die ukrainische Armee war. Dann ergibt sich das aus den Aussagen des diensthabenden Chefs der Flugabwehr, der ukrainischen Flugabwehr, der dann nach Russland gegangen ist. Jetzt kann man sagen, alles muss man unter der Voraussetzung machen, der könnte ja auch ein zusammengearbeitet haben, weil er nach Russland gegangen ist mit den Russen. Aber er hat gesagt, ich sage nur, wiederhole, was er gesagt hat, er hat gesagt, es ist irgend am Vortag ein Hubschrauber oder sonst was zum Absturz gekommen der Armee und am nächsten Tag hätte er persönlich gesehen, wie am Flughafen eine gewisse Art von Raketen, nämlich das sind nicht die Boden-Luft-Raketen, sondern Luft-Luft-Raketen, geladen worden sind, das sind nämlich andere als die normalerweise haben, geladen worden sind und der ist aufgestiegen und 10 Minuten später ist es losgegangen. Ja, und dann waren ja auch die Untersuchungen gewesen. Ich weiß nicht, wie weit du dich in diesen Fall reingedacht hast in der Ukraine. Aufgeblähte Körper, angeblich schon länger tot und angeblich waren Medienberichterstattung, die Maschine wurde gar nicht gestartet, die offizielle in Amsterdam. Ja, viele unterschiedliche Meinungen, die dazu beitragen, ist das richtig, falsch, aber die Körper anscheinend. Was auffallend ist für ein holländisches Untersuchungsteam, von denen man eigentlich annehmen sollte, dass sie, die Holländer sind normalerweise recht genau, dass sie recht allgemein geblieben sind, so als würden sie, das ist jetzt meine Interpretation, den Amerikanern nicht wehtun wollen und gleichzeitig auch ihr Prestige wahren. Hallo, grüß dich. Das ist es. Aber natürlich, ich kann jetzt nicht eine gerichtlich feststellbare oder nachweisbare Behauptung aufstellen. Ich will nur sagen, was mein Teil von Information ist zu diesem Thema. Ja, also es war sehr interessant zu hören, dass es auch in Österreich schon solche Friedensaktionen gegeben hat. Und es war vielleicht noch nicht die richtige Zeit. Jetzt ist es aber die Frage, ob wir als Teil der EU, auch wenn wir, ich bin eine gebürtige, neutrale Österreicherin mit Liebe gewesen, jetzt im Zuge der NATO des NATO-Aufmarschs bei der russischen Grenze, die den Bärenreiz, also da kommt es mir sehr dringlich vor, darauf wieder hinzuweisen, dass wir eigentlich nicht einen Krieg wollen. Ich bin überzeugt neutral. Aber wie weit sind wir das denn noch? Wie weit sind wir denn noch eigenständig in dieser Entscheidung mitzumachen oder nicht, beziehungsweise wir haben ja keine Entscheidungsfreiheit, wenn wir dann ausbaden, was kommt. Das heißt, es ist an der Zeit, wieder etwas zu initiieren, das finde ich schon. Ja, es ist schon
an der Zeit seit einiger Zeit. Ja. Wir haben damals eine ziemliche Bewegung gehabt, auch in Österreich, wie es um diesen Verfassungsvertrag der EU gegangen ist, der in Frankreich dann zunächst einmal abgelehnt worden ist und wo es dann auch eigenartigerweise Demokratie versteht, wo so lange wiedergewählt haben oder wieder den Parlamenten vorgelegt haben, bis es dann gepasst hat. Und das ist nämlich ein Vertrag, der die NATO als integrierenden Bestandteil der Europäischen Union ansieht. Deshalb ist es nur Lug und Trug, wenn man sagt, die Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Das mag stimmen, was das Verhältnis der Staaten untereinander betrifft, aber wenn wir die Politik der Europäischen Union, so ist das die Politik der NATO, die eben übergeordnet ist und, wie ich meine, auch übergeordnet über die USA, obwohl natürlich die USA ein gewichtiger Partner ist, ebenso wie die Europäische Union. Also da müsste man die ganze Sache einmal von Grund auf angehen. Und es ist in letzter Zeit eben, gerade in Deutschland, ist es zu einer Bewegung gekommen. Mir gefällt diese Möglichkeitsplanung nicht und da haben wir einen Spezialisten. Also ich würde mich freuen und wenn ich kann, würde ich was tun. Ich finde es notwendig. Jetzt. Wären Sie bereit, so etwas zu tun, so etwas zu initiieren, zu organisieren? Ich bin nicht nur bereit, sondern irgendwie, wir sind alle irgendwo, jetzt zum Beispiel, treffen wir uns am Volksstimmefest. Osteuropa. Da ist viele dieser gerade paramilitärischen Dinge, die es gibt in Europa, sind in Osteuropa angesiedelt. Angefangen von Ungarn mit dem Orban und Jobbik und so weiter. Bis Ukraine und da gibt es irgendwelche Gegenkräfte dagegen. Und die treffen sich anlässlich des Volksstimmefests am nächsten wenn Sie dabei sind, very welcome. Am nächsten? Samstag, Sonntag. Das, was wir machen, ist am Samstagnachmittag. Die Friedensbewegung in Deutschland ist sehr groß. Ich denke mal, Louis Schatterer, der sehr viel zerbombt wird, sage ich jetzt mal, warum. Er organisiert Friedensfahrten in die Krim, nach Moskau hin, alles das. Wirklich Hunderte bis Tausende von Menschen machen sich auf. Wo sind die Medien? Wo sind die Medien? Das vermisse ich enorm. Und es ist traurig, dass wir für Krieg alles hören dürfen, aber für Frieden kein gar nichts. Und da ist auch die einzige Berichterstattung. Und jetzt aus deiner Geschichte heraus, ich meine, ich kenne ja ein bisschen deinen Lebenslauf, Hut ab vor dir, deine Recherchen und auch deine Aussagen, muss ich schon wirklich sagen, du bist ein super guter Journalist. Für mich, der wirklich die Menschen in einer Richtung hinsetzt zum Aufwachen, denke ich schon. Ja. Gibt es weitere Fragen? Hast du auch was auf dem Herzen? Ja, ich bin den Jürgen Linder von der Occupy-Bewegung und auch von Unbrennt. Und ich will eben sagen, dass es in Österreich schon einen Widerstand gibt. Der ist leider in den letzten Jahren wirklich ein bisschen eingeschlafen. Das hat Gründe, dass nach der Occupy-Bewegung und zuerst auch Unbrennt, dann Occupy, waren die Aktivisten, fanden sich immer weniger Aktivisten, die sich trauten oder interessierten dafür, etwas aufzubauen, habe ich erfahren, auch von anderen Aktivisten in Wien und in Salzburg. Natürlich gibt es die basislinken Bewegungen, die sich eben am Volksstimmefest nächsten Samstag und Sonntag auch treffen werden, um dort sich zu versammeln und wichtige Sachen zu bewegen. Denn diese Situation, die wir momentan haben, ist sicher sehr ernst zu nennen, da wir immer mehr konfrontiert sind mit einer globalen Ausrichtung, also die Rechte wird gegen die Linke ausgespielt
von globalen Mächten. Und dazu möchte ich Sie fragen, ob Sie dem zustimmen, dass die Lage momentan schon ziemlich ernst ist. Ja, allerdings, wir müssen ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite zündelt die Rechte, und indem sie gleichzeitig damit, dass sie selber zündeln, Angstmache betreibt. Dadurch, dass sie sagt, ja, jetzt hinter jedem Migranten aus arabischen Ländern ist ein potenzieller Terrorist und so. Also diese ganzen Angstmachereien, die eigentlich dazu führen, dass die Leute zu mehr Staatsgewalt und Sobotka oder was immer der, wie der heißt, auch der Kurz ist ja uns auf diese Weise unterwegs im Augenblick. Das ist die eine Sache. Und die Frage ist, was kann man dem gegenüberstellen? Da muss man gleichzeitig, denn indem man natürlich den Terrorismus verurteilt, auch gleichzeitig den sogenannten Staatsterrorismus auch gleich mit verurteilen. Also zu sagen, es ist ein Schauspiel von zwei Kräften, nicht von einer Kraft, sondern von zwei Kräften. Und anhand dessen ein Konzept entwickeln, das Sicherheit nicht mehr nur unter dem militärischen Aspekt nimmt, sondern auch soziale Sicherheit ist zum Beispiel auch eine Frage der Sicherheit und so. Und da eben etwas, wir haben jetzt was ganz eine interessante Erfahrung gemacht in Zentralamerika. Ich habe vor etwa 2 Jahren einen alten Traum von mir verwirklicht, in El Salvador, eines der Länder, wo am eines der gewalttätigsten Länder, kann man sagen, aber auch eines der Länder, wo eine linke Regierung, die der FMLN gibt. Und da ist es darum gegangen, Strategien der Zivilgesellschaft gegen das organisierte Verbrechen. Und da sind die Leute aus den verschiedenen Volkssektoren zusammengekommen und haben wie auf lokaler Ebene, da braucht man gar keine Waffen, sondern oft genügt ein Pfeiferl, wenn da was passiert, dass man die anderen zusammenruft und also innere Organisationsprozesse. Denn der Ruf nach einem Polizisten wird immer dann laut, wenn sich die Bevölkerung überhaupt nicht engagiert, sondern alles denen da oben überlässt. Und das umzudrehen, wäre Aufgabe eines solchen Prozesses. Wenn unsere Regierungen uns aber nicht mehr schützen vor diesen globalen Mächten, haben unsere Regierungen dann überhaupt für uns, die kleinen Leute und die kleinen Bürger, überhaupt noch einen Sinn? Sind das dann noch unsere Regierungen? Ja, aber wir haben ja gesagt, es bedarf des Aufbaus von Netzwerken und einer alternativen Struktur, die auch der Regierung oder Versammlung, wie ich zuerst gesagt habe, die diesem Regierungsapparat etwas entgegenzusetzen hat. Vielleicht gar nicht in dem Sinn, dass wir in jedem Land alle Regierungen bekämpfen müssen, sondern einfach, um zu sagen, so, wir haben andere Überlegungen, als dass man nur Muslime einsperren oder sonst was. Wir sind anders unterwegs. Wie das genau ist, das ist eine lange Debatte. Und wir haben jetzt gesprochen hier am Open Talk Festival mit dem Cherokee Medicine Turtle, der Medizinmann, der hier am Festival seinen Vortrag gehalten hat am Freitag. Und wir haben uns auch von Occupy vereint, nach wie vor. Wir unterstützen die Standing Rock-Bewegung, die ABL-Bewegung seit Beginn.
in der die Indianer, sie wissen, in North Dakota und auch in South Dakota mit großen Pipeline-Projekten konfrontiert sind, in denen sehr reiche Corporations die Indianer einfach schikanieren und der Staat sich auf Seiten der großen Corporations schlägt. Wie können wir jetzt das hier in Österreich, wie lange brauchen wir, um einen Widerstand hier in Bewegung zu setzen? Wie lange wird es dauern, bis wir uns versammeln können von der Friedensbewegung? Ich glaube, dass der Faktor Zeit nicht der einzige ist, der da ausschlaggebend ist. Wenn Sie mir gestatten, eine kritische Anmerkung zu Occupy und sowas unterzubringen. Mir scheinen diese Bewegungen natürlich inhaltlich total d'accord, aber von der Struktur her, und das war das auch bei Unibrennt, gibt es einen Punkt, wo die Basisdemokratie sich selber zum Hemmschuh wird. Es wird so sehr darauf geachtet, da habe ich Sitzungen erlebt, ich war ja auch beim Herrn da dabei, wo dann gleich so, ja, du darfst das ja überhaupt nicht vorschlagen, denn du bist ja nicht repräsentativ und so. Berühmte, in der Uni damals die berühmte Diskussion, 1,5 Tage, um eine Deklaration zu verabschieden. Und sie wurde dann nicht verabschiedet, weil mit der Begründung, wer sind das letzten Endes diejenigen Oberhand geworden, die gesagt haben, wir sind ja nicht die Vertreter der Studenten und dürfen deshalb gar keine Erklärung abgeben. Also manches Mal ist man sozusagen, stolpert man über die eigenen Beine. Und in der Hinsicht, vielleicht bin ich da zu sehr von Lateinamerika geprägt, also finde ich es nicht schlecht, wenn es ein paar Figuren gibt, die auch die Kraft haben und die Anerkennung haben, Leute zusammenzutrommeln und Leute zu, und wenn die da sind, dann kommen eben Tausende, weil die kennt man. Es gibt auch ein Zwischendurch-Ding, wo jetzt habe ich einen neuen Ausdruck in Lateinamerika gehört, los egos estrategicos. Das sind Figuren, die selbst keine Organisation haben hinter sich, aber die aufgrund ihres Bekanntheitsgrades und ihres Beliebtheitsgrades eben als Ich, als Ego, eine gewisse strategische Ausstrahlungskraft besitzen. Und anstelle die abzuwürgen, müsste man sich den nutzbar machen. Naja, wenn der dann auftritt und zum Diktator wird, dann wird man sich was überlegen müssen. Aber zumindest das nicht von vornherein abzublocken. Ich hätte noch eine Frage. Sie haben gesagt, dass die Rechte in Amerika und nicht in Amerika überhaupt die Rechte sehr Unruhen schürt, ja? Aufstände schürt, die irgendwie falsch sind, die getürkt sind. Glauben Sie, dass das nur die Rechte macht oder dass da auch die Demokraten in Amerika bzw. die internationale Linke derartige falsche Terrorakte involviert ist? Also das wäre mir neu. Ich weiß jetzt nicht, worauf Sie sich beziehen. Es sei denn, Sie meinen, dass, da gibt es ja so wahnsinnige Theorien, dass... In den neoliberalen Bewegungen könnte es sein, dass die auch zusammenspielen mit der Rechten und sich verschworen haben gegen die Kleinbürger, gegen die armen Menschen der Welt. Da müssen wir konkret drüber reden. Ich weiß nicht, worauf Sie sich beziehen. Das ist ja vielleicht ein Nachgespräch, vielleicht noch was zu erläutern. Genau. Leo, gibt es noch Fragen da hinten? Ich glaube nicht mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leo Gabriel. Dankeschön. Oh, Applaus natürlich. Dankeschön. Und ganz lieben Dank dir, Leo. Und ja, ich hoffe, du hast hier noch ein paar hübsche Stunden hier auf diesem liebevollen Zaubergarten. Hier von Heidi. Ja, sehr schön. Ein alternativer Zaubergarten. Ja.
Wir werden jetzt gleich noch die Heidi hier einladen und die Birgit kommt noch hier hoch und wir wollen auch erstmal hier noch ein kleines Interview mal führen, was der Zaubergarten überhaupt alles so beinhaltet, wie ist das entstanden und ein Dankeschön natürlich an die Gastgeberin persönlich geben und ein kleines Smalltalk hier noch auf unserem Raum hier machen. Leo Gabriel, Dankeschön. Das war die Rolle der Zivilgesellschaft für die Friedenspolitik. Danke auch. Dir. Ich habe vergessen, eine Werbeeinschaltung zu machen. Seit 40 Jahren geben wir Lateinamerika anders heraus, wo man über die aktuellen Konjunkturen gerade unter dem Blickpunkt Zivilgesellschaft informiert werden kann. Ich wollte, es gebe da schon ein Österreicher anders. Ja, die Idealsätze wollte ich noch sagen, das fand ich sehr wichtig, dass wir die Friedenspolitik mit den Unruhenherden herstellen sollen. Es ist schön, dass die Friedensaktivisten auf der Straße gehen, das ist sicherlich auch gut, aber mit den Streithelden sollte man immer wieder sagen, und vor allem, warum streiten diese Herrschaften? Und eine Minderheit regiert eine Mehrheit, das wissen wir ja alles, ich will jetzt keine neue Diskussion anfangen, aber ich glaube, das dürfen wir auch in unserer Zivilgesellschaft erkennen, dass die Politik vielleicht in Zukunft doch ein bisschen anders laufen könnte, wenn wir es annehmen wollen. Zumindest ich glaube, dass die Mehrzahl der Menschen schon das annehmen wollen würden, zumindest in unserer Situation in Österreich, glaube ich schon. 8 Millionen Menschen. Und natürlich Occupied. Friedensbewegungen sind wichtig und in Österreich sollten da auch mehr Menschen Fuß fassen. Aber was in Österreich ist, ist Nachhaltigkeit, Erkennung von, was tut uns Menschen gut, also die Netzwerke, natürlich das Lernen. Da gibt es ganz viele Menschen, da ist Österreich im Vorderfeld wesentlich weiter wie die Deutschen. Und ich glaube, wir sind alle deutschsprachig und deutschstammige und wir sollten einfach schauen, was wir alle gemeinsam machen oder nicht machen. Und dann, was uns gut tut, sollten wir doch die Energie drauf ansetzen, um eine neue Bewegung vielleicht zu starten als Kooperation. Gut. Wir sind sehr gut mit Deutschland vernetzt. Ja, das weiß ich. Die Deutschen sind eh immer ganz fleißig drauf am Tun. Dankeschön nochmals. Allgemein. Schönen Abend euch. Tschüss. So, liebe Leute auf Wokitok und wir schalten jetzt nochmal so ein. Und dann haben wir gleich die Gastgeberin da, die Heidi vom Zauberpark hier. Servus. Wunderschöne Zaubergarten und die Tochter noch mal dabei. Wann es genau losgeht, werden wir dann gleich noch bekannt geben. Denn das ist ein Rollenschuh 6.18 Uhr.